Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Get Even. Ja, es ist spannend, es bleibt spannend. Nach ein bisschen Herumprobiererei hat das ja auch funktioniert mit den Schalterkästen hier. Und der Weg ist also frei. Wir können jetzt den Fahrstuhl hier betreten. Ich bin wahnsinnig gespannt, wo es jetzt hingeht. Und wir drücken gleich mal hier den Interaktionsknopf und los geht's. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Part. Hallo. Und sind wir wieder hier in diesem der Rüstungsfirma FDG. Okay, wir machen das Spielchen mit. Wir gehen unseren Erinnerungen nach und befinden uns hier an dem Ort, an dem wir schon mal gewesen sind. Nur diesmal wird wahrscheinlich einiges klarer sein als beim letzten Mal. Und ich habe das Bedürfnis hiernach. Oder hiernach. Nehmen wir das mal hier. Howard. It won't change a thing. Jesper and I will see this through and you'll still get the Pandora. Well, it seems you have no choice but to trust me. Fine. I have to go. I'll keep you posted. Rose. Nein, das sind wir. Was zur Hölle? Oh. Wir rennen unserem eigenen Ich hinterher. Ich fass es nicht. I remember now. I killed her. You surprised me, Mr. Black. I suspected you were involved, but I didn't imagine that you would confess your guilt quite so readily. Involved? Involved how? Did you really think I wouldn't notice a memory being so heavily distorted? What are you hiding from me, Black? What kind of games are you playing? I'm just exploring these memories like you asked. Nothing more. If only that were true. Everything would be so much less complicated. I don't know what you're talking about. You've got to believe me. Ah, but I don't, Mr. Black. Not anymore. But Rose did mention a name. Howard. I'm assuming Roger Howard, the man you stole the corner gun from. Did you meet with him? I... Don't worry, Mr. Black. The Pandora will find the truth. I'm telling you, that's what happened. I promise. So, Rose Atkins is dead. Why is that, Mr. Black? You just saw, because I pushed her. Same question. And why was that, Mr. Black? It's obvious. You were watching. I was trying to save Grace. Rose was trying to stop me. So I killed her. You saw. I saw nothing of the kind, Mr. Black. I only saw distortion, fragmentation. Allusions to a truth that I believe neither of us witnessed. If there was any distortion, it's from this piece of shit tin can I'm wearing. I'm telling you, I was trying to save Grace. Ja, und angeblich hat's nicht funktioniert, aber ich, wie gesagt, ich glaube noch nicht dran. Ich will glauben, dass Grace noch lebt. Words, Mr. Black. You have been less than cooperative throughout this process. There is one question you haven't considered. How did you know that Grace had been taken when I hadn't even received the ransom demand? It doesn't matter. I tried to stop it. By killing Rose Atkins, Mr. Black. I'm afraid that does matter.
It matters a great deal. She said the name Howard. That's who I stole the corner gun from. It was revenge, must have been. She said it was all his idea. Which confirms my suspicions as to motive. Understand, Mr. Black. The fact that Howard is mixed up in this at all is the only reason you are alive. Now, for the final time, proceed. Ich würde gern wissen, was du jetzt da denkst vor dem Bildschirm. Bei mir überschlagen sich gerade so ein bisschen die Gedanken. Ich bin mir nicht sicher mehr, was Howard jetzt... mit all dem zu tun hat. Vergiss nicht, du kannst im Ermittlungsraum Erinnerungen erneut durchleben und einige Fehler ausbessern. Keine Lust. Wir leben mit unseren Fehlern. Das müssen wir immer tun. Im normalen Leben kann man Fehler auch nicht ausbessern, oder? Neuer Eintrag. Es ist mir egal, ich muss die Sache auf den Grund gehen. Ja sicher, wir gehen der Sache auf den Grund. Liebes Tagebuch, heute habe ich einen Freund gefunden und wir haben ganz viel geredet. Es war der spaßigste Spaß, den ich jemals hatte. Ich habe ihm ganz viele tolle Geschichten über mein albernes Hündchen Rückgrat erzählt. Und er hat mir alles über seinen total eleganten Freund Charles Boyce erzählt, der zum Schlafen seinen besten Anzug trägt. Was für ein wunderbarer Tag es doch war. Big John hat jetzt einen wahren Freund. Why we're here. It's why we're all fucking here. Was für eine kranke Scheiße ist das hier? Blinder Patient im Laufstall, oder was? Hallo? Hat der auf dem Kopf da? Plastiktüte? Papiertüte? Egal. Gehen weiter. Schnell weiter, weiter, weiter. Hier ist es ein bisschen dunkel. Mir ist ein bisschen zu dunkel hier. Licht. Puppen. Black. The puppet master will not be pleased.
be the tech playing up again. DNA found. 42-year-old white male. Das waren wir. Oder was? Wir sind hier in der... Okay, das wussten wir schon, dass wir hier in der Anstalt gewesen sind, aber wir wussten nicht, dass wir die Bilder gemalt haben. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Seeking more answers, Mr. Black. Very good. Remember, you can relive a memory by using the photo underneath each evidence board to collect anything you may have missed. Mr. Black, all the available evidence is now collected for this memory. We may find a way to use the code you've discovered. Could be significant. Also, hier haben wir alle Beweise gefunden. Wunderbar. Aber was für ein Code, den Code jetzt verwenden? Ich wird doch was angezeigt. Nee, ne? Hallo, was geht hier ab? Hier ist noch eine freie Tafel. Wir gehen mal zurück. What? How many of these fuckers are there?
Ach du Scheiße. Patient 219 klagt über häufige Kopfschmerzen und gelegentliche Ohnmachtsanfälle. Soweit ich weiß, erlitt er in den vergangenen 1-2 Jahren allerdings keine Kopfverletzungen. Wodurch werden also die Kopfschmerzen hervorgerufen? Sind sie psychosomatisch? Und wie steht es mit seinen Ohnmachtsanfällen? Stehen sie mit seiner Amnesie oder Depression in Verbindung? 219 ist für mich ein Rätsel. Er sagt, er fühle sich ständig für irgendwas schuldig, macht sich Vorwürfe für vergangene Ereignisse, kann oder möchte, aber gleichzeitig weder mir noch Dr. Benway genaueres mitteilen. Dr. Mandabans. Substance recognized. Halothane anesthetic gas. Oh God, what now? Scheiße. Ach du Scheiße. Was zur Hölle ist hier los? What are these? I just don't fucking know anymore. Can't you see? Open your eyes. It's a party. And you are the guest of honor. Me? Why? What is all this? Can't you all just leave me alone? Said the king to his subjects. Who would watch the puppet show? The puppet show for the puppet master. They've worked so hard, worked themselves to death. It's all for you. You got me mistaken. I'm not your master. Oh. But you are. You always were. Now, drink. Drink yourself blind. Substance is recognized. Cyanide and formaldehyde. Thank you.
Er ist stets in der Nähe. Ich kann seinen Atem in meinem Nacken spüren. Er bringt mich um den Verstand. Der Marionettenspieler. Er ist die Sonne unseres Lebens und stürzt uns des Nachts in tiefe Verzweiflung. Es ist wohl an der Zeit, meinem Schöpfer gegenüberzutreten. Entweder um sich ihm anzuschließen oder durch seine Hand zu sterben. Den letzten Schuss verkackt. Puppet Master! 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 Puppet Master!
seems as though the user of the Pandora may skew certain details if they make a conscious effort to reject the technology. Perceived resistance, order of events, conversations, even environments may all be distorted or even hidden. It's problematic, but the Savant should be able to debug any inconsistencies in the review phase. Neues Testsubjekt John Kay, ein Lehrer, der angeblich versuchte, eine seiner minderjährigen Schülerinnen zu verführen, wäre ein ideales Testsubjekt für die Pandora, vor allem, weil es ihm beim Reinwaschen seines Namens helfen könnte. Sobald ich bereit bin, werde ich ihm einen Besuch abstatten. Every so often, I get reminded that I really don't understand exactly what I've created here. It seems as though the human brain cannot occupy any simulated environment alone. In much the same way we're unable to sleep without dreaming, it seems the brain populates these areas somehow, typically with other humans. The nature of the populace seems to be directly related to the user's state of mind regarding the environment itself. Something to monitor. Made of wood, and what would be its mind, not eyes that made us be. Ja, Leute, ich bin im Moment sehr ruhig, weil es doch sehr, sehr spannend und auch anspannend ist für mich. Und ich denke auch für euch. Und deswegen möchte ich das Spiel etwas für sich selbst sprechen lassen. Aber wir gehen erstmal weiter. What? Schon wieder ein Agro-Patient? Magazin. Nehmen wir mit. Und rüsten auch sofort aus. Die spinnen doch, ey. Leute, I need a break. Ich brauche eine Pause. Wir machen hier einen Cut und dann geht's ins Finale. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin und ciao.